Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr 2015 neigt sich mal wieder dem Ende zu und wie das so auf YouTube der Trend ist, muss ich jetzt wohl ein Jahresrückblick-Special-Video drehen. Ich muss natürlich nicht, aber ich mach's trotzdem, weil ich so Special-Videos generell einfach cool finde. Moment! Dieser Anfang kam mir doch bekannt vor. Das Jahr 2014 neigt sich mal wieder dem Ende zu und wie das so auf YouTube der Trend ist, muss ich jetzt wohl ein Jahresrückblick-Special-Video drehen. Ich muss natürlich nicht, aber ich mach's trotzdem, weil ich so Specials einfach generell cool finde. Oh, was ein Zufall! Ja, wie gesagt, das Jahr 2015 ist mal wieder fast zu Ende. Ein paar Stündchen sind es wahrscheinlich noch, je nachdem, wann ich das Video hochgeladen habe oder hochladen werde. Mal wieder die kleine Paradoxheit zwischen dem, was ihr seht und was ich drehe. Pff. Auf jeden Fall solltet ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn da gibt es noch ein paar Ankündigungen bzw. Änderungen für das Jahr 2016. Also was ich so am Kanal Harrymopf ändern werde. Also da gibt es schon ein paar Dinge, die ihr vielleicht erfahren solltet. Los ging es dieses Jahr 2015 auf Harrymopf auf jeden Fall mit dem allerersten Video. Dieses allererste Video war auf jeden Fall das Harrymopf Werbespot Parodie Video. Ja, kleiner Ausschnitt. Warum versuchst du es nicht mit Harrymopf? Harrymopf, Unterhaltung pur, seit 2012 auf YouTube. Ist das wirklich erst ein Jahr her? Also, es kommt mir schon vor, als wäre das so mindestens 10 Jahre her, so ohne Übertreibung und so. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung zum 14.06., wo ich eine kleine Änderung an Harrymopf bekannt gegeben habe, und zwar, dass ich in Zukunft weniger Laber-Videos hochladen will, da ich ja bis zu diesem Zeitpunkt 2015 fast nur Laber-Videos hochgeladen habe. Jedenfalls habe ich da angekündigt, dass ich das ändern werde, also dass ich in Zukunft fast nur noch Sketche hochladen werde, und zwar immer am ersten Sonntag des Monats um 14 Uhr, weil diese Sketche natürlich auch 100-mal aufwendiger sind als Laber-Videos und ich dann immer noch zwischen den Monaten trotzdem noch kleine Laber-Videos hochladen will. Und eigentlich habe ich das vor kurzem auch ganz gut durchgehalten. Es waren ja auch nicht so viele Monate, also auch nicht so viele Videos, aber ich habe es doch nicht lassen können, eine kleine Erinnerung daran nochmal vorzunehmen, die ihr am Ende des Videos, wie gesagt, erfahren werdet. Und genau 3 Monate später habe ich ein weiteres Infovideo hochgeladen, und zwar das Infovideo, dass ich die Vorgeschichte von Harry Potter Real Life 2 ändern will. Also das, was quasi in Staffel 1 passiert ist, möchte ich löschen und neu umschreiben. Also die Vergangenheit hat sich geändert, weil die Vorgeschichte eben nicht so gut gepasst hat. Da war alles komplett durcheinander, ungeskriptet teilweise und einfach komplett schlecht gemacht, und das wollte ich eben ändern und habe eine neue Vorgeschichte geschrieben. Also die habe ich dann eben auf meiner Webseite veröffentlicht, also eine Vorgeschichte eben, dass sie auf die zweite Staffel drauf passt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich die mal verfilme, also so Harry Potter Real Life. Die Vorgeschichte. Dam, dam, dam. Und am 3.12. wurde Harrymopf dann stolze 4 Jahre alt. Wow! Und erst vor ein paar Wochen, am 15.12., habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich angekündigt habe, dass ich eventuell für 2016 ändern will, dass ich nur noch komplett unregelmäßig Videos hochladen werde, weil es einfach zu kompliziert ist, zu viel Zeit beansprucht. Ein gutes Drehbuch zu schreiben, eine gute Idee zu haben, und ich will euch ja keine niveaulose Scheiße liefern, wie ich es ausgedrückt habe in dem Video. Genau, wird es am Ende des Videos auch nochmal ein paar Änderungen geben. Zu diesem Video hat Rico Liedke übrigens auch geschrieben, dann mach's doch wie ein Blali mit Ali Tells. Das wundert mich ein bisschen, weil genau das habe ich ja im Video gefragt. Also wenn ich den Kommentar richtig verstehe, dann meinst du ja, ich soll die Videos einfach dann hochladen, wenn ich Lust habe. So wie es eben Al-Dali vor ein paar Wochen angekündigt hat, dass er es in Zukunft mit Ali Tells macht. Aber genau das habe ich eigentlich gefragt, und das hört sich jetzt so an wie, keine Ahnung, was ich zu dem Thema sagen soll, was du gesagt hast. Habe ich einen anderen Vorschlag? Und dann sagst du genau das gleiche, was ich eigentlich gefragt habe. Ja, vielleicht habe ich den Kommentar auch falsch verstanden, aber genau so, das war mein Plan, dass ich es eigentlich dann mache, wenn ein Video fertig ist, und vor allem eben, wenn ich halt Spaß dran habe. Und nach ewig langen Überlegungen und Tests und
Umfrageergebnissen und so weiter und so weiter habe ich endlich eine Entscheidung getroffen. Hier könnt ihr mal kurz die Umfrageergebnisse sehen. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Also ich werde in Zukunft nur noch komplett unregelmäßig Videos drehen, weil über 50% der Stimmen gesagt haben, dass es ihnen scheißegal ist, wann der Upload-Termin ist, weil sie sowieso ab und zu in der Abo-Box vorbeischauen und mitkriegen, wenn ein neues Video da ist. Ja, also es kann in Zukunft mal sein, dass innerhalb 2 Wochen vielleicht 2 Videos kommen. Es kann aber auch mal passieren, dass innerhalb von 3 Monaten nur ein Video oder gar keins kommt. Es ist einfach wahrscheinlich komplett unterschiedlich. Wenn ihr allerdings immer ein paar Tage vorher informiert werden wollt, wenn mal ein Video kommt und vor allem an welchem Tag, dann solltet ihr unbedingt mal meine Facebook-Seite liken. Da werde ich das nämlich immer ankündigen und da gibt es auch andere Infos und News eben so rund um Harimov-Drehs und unter anderem auch, eben auch kleine Making-of-Clips so vom Dreh und so weiter und so weiter. Also schaut unbedingt mal vorbei. Ansonsten kann ich wirklich noch sagen, es war wirklich ein geiles Jahr und 2016 wird mindestens genauso geil, wenn nicht sogar noch geiler. Es kommen viele große Projekte, die 2016 so im Laufe des Jahres erscheinen werden und vielleicht sogar noch später. Ja, also könnt ihr wirklich sehr gespannt drauf sein. Ich bin es auch. Ich habe wirklich dieses Jahr auch viel dazugelernt und viele neue Zuschauer gekriegt und viel erlebt. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Man sieht sich. Guten Rutsch ins Jahr 2016. Ciao!